Heute, meine Lieben, probiere ich eine Sportart aus, die eigentlich von Frauen dominiert wird. Nein, nicht Eiskunstlaufen, sondern Yoga. Aber es ist eine ganz besonders männliche Form von Yoga, nämlich Techno-Yoga. Los geht's, ich bin spät dran. Yoga ist ja echt eine Sportart, die wird mehr von Frauen gemacht als von Männern. Warum glaubst du, fühlen sich Frauen davon angesprochen? Ich muss sagen, für mich ist Yoga keine Sportart. Wirklich Yoga nicht? Yoga ist nicht Sport. Man kann Yoga nicht gut und nicht schlecht machen. Man kann Yoga nur machen. Das Einzige, was man falsch machen kann bei Yoga, ist sich wehtun. No pain, no gain ist hier nicht angesagt. Nein, überhaupt nicht. Das ist gar nicht richtig, wenn okay. man Yoga macht. Einatmen, ausatmen, einatmen, hochgucken, ausatmen, das andere Bein durch, einatmen, ausatmen. Es gibt ja viele Studien über Yoga, dass Yoga glücklich und kreativ macht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ich weiß, das kann ich nicht sagen. Macht's dich glücklich? Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Ich mache das 5 bis 6 Tage in der Woche und merke sehr deutlich, die Tage, wo ich es nicht mache, wow. dass ich mich nicht ganz so wach, nicht ganz so sprudelnd. Ja, fühle. Es tut mir richtig gut. Ja, und dann von hier aus in den Cobra, wenn du willst. Genau. Cobra. Ja, genau. Ja, so ab und entspannst dich genau. Und dann wieder hoch beim Einatmen. Und so gerade wie möglich machen. Genau. Toll. Sehr schön. Nur, ja, das ist richtig. Ich wurde schon öfters als Bewegungslegastheniker betitelt. Und vor allem bin ich unglaublich ungelenkig. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber... Manche Leute sind so gebaut. Das heißt nicht, dass du schlechter bist oder dass ich besser bin, weil ich gelenkt bin. Ich bin auch gut. Das ist der... Ja, genau. Das ist auch diese Übergelenkigkeit. Es ist teilweise, eine Übergelenkigkeit. Das sieht aber so aus, als ob es weh tut. Ja, es tut gar nicht weh. Sonst würde ich nicht machen. Ein. Und aus. Vielleicht 4 bis 6 Mal. Alles was? Kann ich weiter? Ja. Ausatmen, entspannen, einatmen. Nicht verspannen, sondern hochgehen. Okay? Genau. Mal anfangen. Ja, sogar die Fußballnationalmannschaft macht Yoga. Ne? Warum glaubst du, ist Yoga so beliebt? Ich glaube, das ist wirklich eine Modesache. Wahrscheinlich in 20 Jahren wird es wieder vergessen, wie es war, als ich anfing. Ich fing am Anfang der 70er Jahren an, bin jetzt 66 und da war es wow. total unbekannt. Absolut unbekannt. Weiter da reinzugehen. Mit jedem Atemzug versuche ich ein bisschen weiter in diese Übung reinzugehen. Immer weiter. Eine Variation ist, die Zehen zu nehmen. Ich weiß nicht, wie die Pose heißt, aber es sieht auf jeden Fall aus wie die Schwangerschaftspose. Danke, Robert. Ja. Hat Spaß gemacht? Ja, bitte. War schön. War auf jeden Fall spannend für mich. Und schön, schön, dass du da warst. Bis dann.
Techno-Yoga war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mich ziemlich ungelenkig gefühlt, aber jetzt fühle ich mich so leicht und frei. Das ist geil. In Schwitzen bin ich nicht wirklich gekommen. Und ich habe mir vielleicht ein paar mehr Frauen erhofft. Waren aber nicht so viele da.